Moin Leute! Herzlich willkommen hier zurück aus der Old Stream Farm. Ja, ich habe dort gerade hier mit dem Deutz durchgewendet. Wir müssen noch die zwei anderen Wiesen eben wenden. Hab gedacht, können wir auch eben zusammen machen, ne? So ein bisschen entschleunigt spielen. Hat sich der liebe Mr. O gewünscht, ne? Ich werde geloben, mich zu bessern. Und liebe Leute, guckt doch mal auf den Kanal bei Micha rein. Hm? Der Micha macht ja schöne Talbauer-Videos und Ehrengrad kommt er auch, ne? Michael Slimlof. Guckt doch mal da rein. Lasst gerne bei Micha ein Abo da. Er wird sich freuen. Der liebe Micha. Grüße gehen raus. So, ich habe jetzt die Kantenglättung mal runtergestellt, ne? Seitdem ist das schon viel besser geworden. Jetzt ist okay, ist OBS an, wir fahren durchs Dorf. Eben waren es konstant 60. Ich muss die Kantenglättung wohl, glaube ich, nochmal runterstellen. Ah, wird wieder besser. Auf diesem Teil war ich jetzt noch nicht. Ah, läuft. Ist viel besser als vorher. Gestern? Ich weiß auch nicht. Manchmal hat das auch, glaube ich, damit zu tun, wie das Spiel drauf ist, oder? Gestern hatte ich nur 40 stellenweise. Und ist alles wie immer. Okay, ich habe auch ein paar Mods jetzt rausgeschmissen, ne? So 170 Mods im Ordner ist doch ein bisschen viel, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Ich habe auch welche rausgeschmissen. Aber normal ist es, für mich ist es egal, ob da jetzt 60 stehen oder so, aber der liebe Olli sagt immer, das liegt dann für die Zuschauer, ne? Aber jetzt ist es auch, glaube ich, besser. Und wenn nicht, nehme ich die Kantenglättung wieder ganz raus, wie es am Anfang war. Da waren nämlich konstant 60 FPS immer. Hier, jetzt gucken wir nach da, ist wieder late noch ein bisschen nach. So, wir müssen ja hier noch unsere Mörderwiese auch noch wenden. Wir wollen mal gucken, ob wir da durch den Bach kommen mit dem Deutz. Mir dann nämlich nicht so sicher. Wir müssen hier lang, ne? Oh, guck, mit denen geht das auch. Perfekt. Deswegen hatte ich das kleine Moped noch dran gelassen, ne? Dass wir hier noch eben wenden. Ja, eben ist gut. Dauert ein bisschen länger mit dem kleinen Wender jetzt, ne? Aber ist mir auch egal gerade. Ich bin safe. Ist das letzte Video für heute, dann ist der Donnerstag auch schon wieder fertig. Ganz gut was geschafft diese Woche, ey. Obwohl ich noch Termine hatte. Ich bin zufrieden. Diese Woche war nicht so stressig wie die letzten Wochen. So, wenden wir hier noch. Geht ganz gut mit dem kleinen Wender, ey. Hätte ich nicht gedacht. Habe ich nicht alles erwischt, oder was? Nächste Bahn sollte man vielleicht in der Außenansicht fahren, ne? Wir brauchen noch ein Bildchen. Sollten wir gleich nach der Kurve machen, wa? Hatten wir nicht früher mal einen 6-Sternwender? Ja, wieder nicht alles erwischt. Nicht schön. Zäune flackern ein bisschen, ne? Halb so wild. Halb so wild. Guck mal, hier habe ich wieder was liegen lassen, ne? Das ist nervig. Kann ich gar nicht mit um. Ohne Blumenkasten, oder? War ja schick. Ja, war schon ganz schick, ne? Nur ein Bildchen. Ja, hier können wir aber, glaube ich, so rumfahren, ne? Hier macht man lieber erst eine Bahn. Sicher ist sicher. Mit unserem kleinen Pöttinger Wender. Der ist hier für den Deutz, ne? Und hier für diese Wiese und da in der Schafweide, ne? Weil an der einen Stelle brauchen wir den großen Wender gar nicht durchfahren. Mit dem Schwader erst recht, ne? Deswegen haben wir auch diesen Riesenschwader noch gekauft gehabt. Na, guck, der Hoppelhäschen. Ha? Die wissen, was gutes Heu ist. Ne? Die haben es gut, die Hoppelhäschen. Die Hoppelhäschen haben es gut. Guck mal nach vorne, Sven. Dann klappt das auch mit Wänden. Top-Arbeitstag hatte der Sven, ne? Er war ganz alleine an der Säge. Zwei Mann Arbeit alleine gemacht. Ey, das ist zum Mäusemelken im Moment, ey. Haben so Urlaub, sind krank, kommen jetzt gar nicht. Egal, ne? Hatte ich mal eine Ruhe den ganzen Tag. War auch schön.
muss ich ganz ehrlich sagen, ich arbeite auch gern alleine. Auch wenn es anstrengend ist, diese 4,50 Meter langen Aluprofile auf dieses Band zu legen, damit du die sägen kannst, dann weißt du hinterher, was du gemacht hast. Dann weißt du das hinterher. Egal. Krieg mal hin, ne? Schick hier auf den Old Stream. Ich glaube, ich nehme hier noch eine Folge auf und dann werden wir die morgen Nachmittag streamen. So 3:30, 4, wie immer, ihr wisst das. Könnten wir hier drauf streamen. Hier ist ja doch noch einiges zu tun. Wir müssen noch Stroh pressen. Ich denke, Heupressen ist morgen dann. Könnten wir hier drauf streamen morgen Nachmittag, ne? Wenn nichts dazwischen kommt. Sagen wir es mal so, ne? Weil Samstag wollte ich auch mal in den Garten. Da muss ich dann immer gucken, wie ich mit meinem Videopensum so hinkomme, ne? Also Samstag soll mal schönes Wetter sein, dann würde ich ganz gerne nämlich mal eine Runde in den Garten flitzen, ne? Muss man ja auch immer einkalkulieren, dann die Zeit. Aber ich denke, wir werden morgen Nachmittag hier ein bisschen draus drehen. So war der Plan. So war der Plan. Liebe Leute. Vielleicht kriegen wir es hin. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich spiele im Moment auch gerne NF Marsch, ne? Aber da habe ich auch noch genug zu tun, ne? Mit den ganzen Grasmissionen und so und dies Hocharbeiten, ey, das macht ja da schon echt Laune, ne? Aber da ist auch Fortschritt, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen, das sind ja die Dimensionen von den Missionen, was du da an Kohle durch die Gegend schubst, ist ja ganz anders wie hier auf so kleinen Karten, wenn du da mit 2.000-3.000 Euro rumtütest. Du kriegst ja keinen grünen Zweig. So viel Spielstunden kriege ich gar nicht. Aber End of March? Finde ich irgendwie. Macht voll Laune, ne? Hat der eine Hupe? Ja. Auf Sonnenschlepper habe ich auch viel Zeit verbracht, ey. Leck mich fett. 72,06, aber auch so bedürfen, ne? Ohne Allrad. Fritzmeier Verdeck. Da habe ich Stunden drauf verbracht. Und dann damit Gülle vor. Da kommt Freude auf. Das sag ich euch. Da kommt Freude auf. So, guck mal. Da haben wir die Wiesen auch gleich durchgeschmissen. Können wir schwarten. Ich wollte hoch machen, nicht aus. Ne? So war der Plan. So fette Finger, ne? Cookie Denton. Ich habe mich entschieden, wisst ihr, wie wir das hier machen? Wir machen den Rinderstall 50-50 voll. Und wenn die Rinder gut sind, die Fleischrinder verkaufen wir und die anderen kommen in den Kuhstall. Dann haben wir auch keinen Stress mehr. So habe ich mich jetzt entschieden. Ich finde, das ist eine feine Sache. Da können wir gut mit arbeiten oder ich kann da gut mit arbeiten, ne? Schafe wegen Wolle und so. Und Schweine, weiß ich ja, müssten wir ein paar Schweine machen wegen der BGA, ne? Dass wir ein bisschen Gülle und so kriegen. Aber die machen wir erst, wenn wir Futtermittel dafür haben. Aber den Rinderstall, den machen wir voll. 50-50. So ist mein Plan. Die restlichen Maschinen noch kaufen und dann schreiben wir das Geld so ziemlich weg. Silage müssten wir ja bis dahin auch irgendwie hinkriegen, dass wir die haben, ne? So ist jetzt mein Plan, so ist... Was liegen da? Ach, da ist die Fläche, die muss ich die Ballen noch wegholen, ne? So ist mein Plan. Und dann spielen wir Chili Vanille hier auf Old Stream, ne? Kein Stress, keine Hektik. Wie gesagt, die letzten Maschinen noch kaufen, wir müssen noch Rüben-Dingsbums haben und glaub Kartoffeln auch, ne? Oder, ja, ich glaube, Kartoffeln haben wir auch, ne?
Das besorgen wir uns noch. Maschinentechnisch sind wir eigentlich, glaube ich, sonst ganz gut aufgestellt, ne? Ja, ich glaube wohl, ne? Bisschen Silage noch zukaufen. Und dann werden wir dieses Geld nullen. Oder kaufen Produktion dafür. Und dann würde ich das so lassen, wie es ist. Oder wir züchten Hoppelhäschen hier in der Schorfweide. Würde auch gehen, ne? So, ab fort. Da muss wachsen. Gewalt, siehst du? Ich muss noch walzen, kann das sein? Disruptland müsste ich noch walzen, ne? Ja. Kann ich gleich machen, E-Mess Schwaden. Damit ich damit fertig bin. Und dann kümmern wir uns nämlich um Acker, wenn das Heu fertig ist. So, lange Rede, gar keinen Sinn, ja. Läuft hier. Da kommst du jetzt hier rein. Musst du gehen, ne? Hier so hin. Ha, läuft. So, guck ihn mal da. So, Abflug. Oh, nix Abflug. Nicht mit diesem Schlepper. Dann kommt er wieder am Mischwagen, ne? Da geht er das nicht mit. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er vorne hochgeht, ne? Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Bist du hier wieder dran? Dafür bist du auch eigentlich gedacht, ne? Und Bremse räumen oder aus. Du musst auch zum Hof, ne? Ach, jetzt geht die Rückfahrkamera nicht mehr? Korrekt. Ich muss die Walze jetzt ausklappen, Muni. Ach, guck mal. Unsere Rückfahrkamera ist wieder raus. Cool, wir können den Schlepper wieder vernünftig nutzen. Ja. Wie das jetzt passiert ist, weiß auch nicht. Und dann nehmen wir den zum Schwaden. Ihr voll Bock drauf, ne? Wollen wir uns mal auch noch beiseite ziehen, ne? Perfekto! Los geht ihr, wilde Ritt! Perfekt. So, was habe ich denn eingestellt, dass das weg ist? Oh, ein Kollege. So, hier müssen wir hin. Aber liebe Leute, ich sage erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat,
würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich, ne? Wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.